Ja, hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video. Ich bin Jess von saleshacking.de und heute soll es ums Video-Equipment gehen. Wie ihr schon seht, ist alles ein bisschen legerer hier heute. Ja, nicht nur mein Kleidungsstil, sondern auch der Hintergrund. Ja, also hier habe ich ja meinen doch jetzt mittlerweile recht bekannten Hintergrund, aber der steht nicht ganz so, wie er soll. Das macht aber nichts. Denn ich bin hier zu Hause heute und ich hoffe, dass es euch trotzdem gefällt, dieses Video. Wenn dem so ist, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch hier unter dem Video und mich interessiert natürlich auch, was ihr für Fragen habt oder eure Meinung zu dem Ganzen. Also wie gesagt, ich wurde in letzter Zeit doch häufiger mal gefragt, wie ich meine Videos mache. Und ich muss dazu sagen, ich bin kein Videoprofi und ich habe auch relativ selten jemanden, der mir dabei hilft. Das hat allerdings nichts damit zu tun, dass ich nicht möchte, dass mir jemand hilft, sondern einzig allein darum, dass ich relativ spontan meine Videos mache und dann nicht immer jemand zur Verfügung steht. Das heißt aber nicht, dass ich die Videos nicht machen kann, denn mit ein bisschen Equipment ist das auch möglich und dann sieht das eben auch so aus. Wobei dazu sei jetzt gesagt, das hier, womit ich gerade dieses Video aufnehme, ist eine kleinere Kamera, eine andere Kamera. Und das hier ist meine Hauptkamera. Da gehen wir jetzt gleich drauf ein und ich sage euch dann auch, was ich sonst noch so alles benutze. Und ich glaube, ihr werdet ziemlich erstaunt sein, wie wenig das eigentlich ist. Und ja, auch preislich werde ich euch da ein paar Tipps geben, beziehungsweise sagen, okay, was, in welcher Range könnt ihr damit auch anfangen und was ist vielleicht das, was ein bisschen teurer ist und dann auch natürlich die Qualität etwas hebt. Okay, wollen wir starten. Das hier ist, wie gesagt, meine Hauptkamera. Das ist eine Lumix G9, sozusagen das größte Modell von Panasonic, von den Panasonic-Kameras. Im Grunde eine Fotokamera, eine spiegellose Kamera, Systemkamera auch genannt, mit der ich auch sehr gerne fotografiere. Es gibt da auch noch die GH5 beispielsweise oder die GH9, die mehr fürs Video, Filmen etc. geeignet ist. Aber da ich eben auch hobbymäßig viel fotografiere und die Funktionen, auch die Videofunktionen hat, die ich brauche, die mir vollkommen ausreichen, habe ich mich damals für die G9 entschieden. Dazu sei gesagt, das ist eine relativ teure Kamera. Also die kostet vierstellig, also der Body allein, der Body ist immer hier das Ganze ohne das Objektiv. Ist relativ teuer. Ich habe aber auch mit einer günstigeren Kamera angefangen, damals mit einer Panasonic Lumix G6. Die kriegt man heute schon für um die 300 Euro, den Body. Und das, was ihr gerade seht, ist meine Zweitkamera, das ist die Lumix GX80. Warum Panasonic? Warum die Lumix-Kameras? Ganz einfach, weil es sogenannte MFT-Kameras sind. Micro Four Third. Bedeutet, der Spiegel ist zwar ein kleines bisschen kleiner als bei Vollformat-Kameras, wie zum Beispiel die von Sony. Dafür sind aber auch die Objektive kleiner und leichter. Und ja, das ist dann schon sehr praktisch, wenn man dann doch mal unterwegs ist oder auch überhaupt die ganzen Objektive verstauen möchte. Und zu den Objektiven komme ich jetzt gleich auch. Denn der Body der Kamera ist das eine. Und das, was es letztlich wirklich ausmacht, sind die Objektive. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ihr müsst nicht die teuerste Kamera, also nicht den teuersten Body haben. Fast schon wichtiger sind die Objektive. Letztlich ist es natürlich eine Symbiose, aber es ist wichtig, darauf zu achten, gute Objektive zu haben. Was meine ich mit gut? Die Objektive müssen lichtstark sein. Und ein lichtstarkes Objektiv erkennt ihr an diesen F-Zahlen. Da steht dann F1.4 oder F2.6 oder ähnliches. Das, was ich jetzt hier drauf habe, ist ein 55 mm Festbrennweitenobjektiv. Das heißt, es ist nicht zum Zoomen, sondern eine feste Brennweite. Und hat dadurch den Vorteil, dass es sehr, sehr lichtstark ist. Das ist eine F1.4 Objektiv. Das heißt, es fällt sehr, sehr viel Licht auf den Sensor. Und dadurch ist es auch vielleicht in etwas dunkleren Situationen so, dass das Bild sehr, sehr hochwertig erscheint. Bedeutet natürlich nicht, dass man sich solch ein Objektiv unbedingt direkt am Anfang kaufen muss. Wie ihr euch sicher denken könnt, je lichtstärker die Objektive, desto teurer in den meisten Fällen. Kommt natürlich dann auf diesen Body hin drauf. Ja, also es muss beides bezahlt werden letztlich. Es reichen aber auch schon andere Objektive. Und je nachdem, welchen Einsatzbereich man für die Kamera hat, braucht man auch mal ein Zoom-Objektiv. Da habe ich auch mehrere von. Das, was ihr jetzt gerade seht, das ist das 1445 oder 1442 mm. Also damit kann ich auch etwas zoomen und ich hole mal eben noch meine anderen Objektive.
So, hier habe ich meinen schönen Kamerarucksack. Das ist ein Spielkind-Rucksack. Schon ein wenig mitgenommen. Sieht nicht mehr ganz so schick aus. Aber wollen wir mal kurz öffnen und schauen, was wir für Objektive noch haben. Ganz so viele Objektive habe ich ehrlich gesagt nicht. Das macht aber nichts, denn die, die ich habe, die reichen. Und wie gesagt, da habe ich jetzt einmal das, was ihr jetzt seht, auf dem Objektiv. Und das ist eben hier so ein 14-42er. Das habe ich hier nochmal in einer etwas größeren oder besseren Qualität, beziehungsweise das Update von dem, was da jetzt auf der kleinen Kamera drauf ist, die Lumix GX80. Und das hier ist eben dieses Objektiv. Hier vorne haben wir immer nochmal so eine Sonnenblende drauf. Und daran sehen wir hier, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, das ist 14-42mm und das kann eben gezoomt werden. So, das ist das eine. Das ist eben, sage ich jetzt mal, für solche Situationen, wo man vielleicht ein bisschen mehr auf dem Bild haben möchte, wo man aber auch nicht so einen unscharfen Hintergrund braucht. Also diese Lichtstärke sorgt natürlich auch dafür, dass man ein schönes Bokeh hat, also einen schönen Hintergrund hat, das sehr schön verschwommen ist. Und das ist natürlich dann mit so einem Zoom-Objektiv nicht ganz so möglich, denn das hat keine allzu große Lichtstärke, sondern eine 3.5 bis 5.6. Das seht ihr auch hier drauf. Ich hoffe, naja, das kann man jetzt nicht erkennen, weil es einfach zu dunkel ist. Aber das macht nichts. Jedenfalls steht es da drauf. Und das steht auch immer bei den Produktbeschreibungen dabei. So, was habe ich noch? Ich habe ein 45-150er Objektiv. Damit kann man dann auch schon mal so ein bisschen näher ranzoomen. Das ist ganz praktisch, zum Beispiel auch im Zoo oder ähnliches. Wobei, ja, das nutze ich teilweise eben auch für diese Videos. Wobei ich überwiegend das 25mm nutze, weil das eben diese schöne Lichtstärke hat. So, und zum Schluss, ihr seht, ganz so viele sind das nicht, habe ich noch meinen Hammer. Ist auch so schwer wie ein Hammer. Das ist ein 100 bis 300 mm Objektiv. Das heißt, bei MFT-Kameras, das geht bis auf 600 mm ran im Vollformat. Das heißt, hier kommen wir richtig nah dran und kriegen auch ein schönes Bokeh, weil wir relativ weit weg sind. Aber das sind jetzt so ein paar kameratechnische Sachen, die sind nicht so nötig, nicht nötig zu wissen. Was hier wichtig ist, das ist wirklich mehr so was, wenn man Tiere fotografieren möchte oder wenn man, ja, Porträt ist jetzt nicht so, dafür ist es einfach zu groß, aber man kriegt auf jeden Fall, ja, weite Dinge sehr nah ran und das in recht guter Qualität. Auch hier ist es so, ist nicht das Lichtstärkste. Das heißt, man muss schon darauf achten, dass man ein schönes Umgebungslicht hat. Hier haben wir auch, hier haben wir 4.0 bis 5.6 in der Lichtstärke, in der Brennweite. Und ja, das ist aber auch noch sehr, sehr gut. Das zu den Objektiven. Ich zeige euch, nachher wechsle ich auch mal eben die Kameras. Und dann zeige ich euch, wie das Ganze mit der hier aussieht. So, ja. Also wie gesagt, ihr werdet da gar keinen allzu großen Unterschied sehen, weil die Bodies natürlich ein bisschen mehr können. Und ihr seht halt hier auch am Body selbst sind halt andere Einstellungsmöglichkeiten. Wenn ich euch die kleine gleich zeige, werdet ihr das sehen. Und das hat halt auch ein Klappdisplay. Wenn ihr Videos für YouTube oder so aufnehmen wollt, dann empfehle ich euch definitiv eine Kamera mit Klappdisplay. Diese GX80, mit der ich gerade filme, die hat das nicht, aber die hat eine Wi-Fi-Funktion und ich kann das Tablet kann ich damit verbinden und mich eben jetzt hier drauf sehen. Ja, deswegen ganz, ganz wichtig, mal darauf zu achten. So, also, wenn ihr jetzt so YouTube-Videos machen wollt, wie ich das gerade mache, oder eure Kursvideos machen wollt oder ähnliches, dann achtet darauf, dass die Kamera eben schon eine ansatzweise gute Qualität hat, dass es ein Klappdisplay gibt oder dass es eben eine andere Möglichkeit gibt, euch zu sehen. Ja, weil es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man nicht sieht, was man macht. Ab und zu kann man dann doch mal den Blick, in dem Fall jetzt ein bisschen blöd aufgebaut, weil ich nach unten gucken muss, dahin richten, okay, bin ich wirklich noch im Bild, bin ich noch scharf oder ähnliches. Deswegen achtet darauf. So. Das dazu zu den Kameras. Ich habe noch eine Kamera. Das ist die hier. Und zwar habe ich die seit kurzem. Das ist eine GoPro Hero 7 Black. Hero 7 Black, ja, so heißt sie. Und die kann sehr schöne Aufnahmen, sehr schöne Action-Aufnahmen machen, aber auch durchaus für solche Aufnahmen genutzt werden. Denn die kann unter anderem auch 4K. Das können übrigens beide Kameras, die ich euch jetzt vorgestellt habe, auch. Muss aber nicht sein. Also ich filme meistens im Full HD. Das reicht auch vollkommen aus, weil die meisten Leute sich das Ganze eh auf dem Handy oder auf dem Tablet angucken. Und von daher reicht das vollkommen. Die habe ich jetzt noch nicht so viel im Einsatz gehabt. Deswegen kann ich noch nicht allzu viel dazu sagen, aber ist halt schon praktisch. Und wenn ihr euch mal ein paar
Meinungen und Reviews dazu auf YouTube anguckt, werdet ihr schon sehen, was die kann. Das ist echt der Hammer für so ein kleines Ding. Und kostet auch ein bisschen mehr. Was habe ich jetzt bezahlt? Ich glaube 350 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Und kann man auf jeden Fall auch mal als eine Alternative oder so fürs Vlogging oder ähnliches nutzen. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich switche einmal die Kameras. Ja, dann habt ihr auch nochmal den direkten Vergleich und dann geht es gleich weiter. So, Kamera ist gewechselt und ihr seht jetzt schon, ja, ich bin sehr viel näher und das Bild ist möglicherweise auch ein wenig heller, ja. Beide Bilder bleiben unbearbeitet, damit ihr auch den Unterschied seht. Das ist jetzt die Lumix G9 mit dem 25mm 1.4 Objektiv. Der Hintergrund selbst ist jetzt nicht unscharf, das liegt daran, weil ich relativ nah am Hintergrund stehe. Ja, wenn ihr einen unscharfen Hintergrund wollt, dann müsst ihr relativ nah zur Kamera kommen, damit dieser Hintergrund unscharf wird. Und bei der ist es eben jetzt so, ich habe das Klappdisplay und selbstverständlich noch einige Einstellungsmöglichkeiten mehr. Heißt aber nichts, denn das hier, ja, ich guck mal eben, passt die ins Bild, ja. Das ist die GX80. Sehr viel kleiner, wie ihr seht, und mit sehr viel weniger Knöpfen. Kleiner Nachteil, die hat kein Schwenkdisplay, die hat hier nur so ein Hoch- und Runter-Display. Ja. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich sie mit dem iPad oder auch mit dem iPhone koppeln kann, ist das kein Problem, dass ich mich trotzdem sehen kann. Die hier macht auch sehr, sehr gute Arbeit, wie ihr vorhin gesehen habt. Und die habe ich mit diesem Kit-Objektiv, also mit diesem 14-42mm, hat die, glaube ich, zusammen 600 Euro oder so gekostet. Die gibt es aber mittlerweile schon ein bisschen günstiger, weil die etwas älter ist und von daher reicht vollkommen aus. Einziger Nachteil, den die hier hat, ist, der Akku muss in der Kamera geladen werden. Bei der anderen, bei der großen Kamera ist es so, dass man Akku rausnehmen kann und dann nochmal einzeln laden kann. Wobei man hier den Akku auch rausnehmen kann, aber da muss man sich eben nochmal so ein extra Ladegerät dafür kaufen. Ansonsten, was eben im Lieferumfang mit drin ist, da muss man die Kamera dann sozusagen komplett laden. Und die hier hat auch nur einen Slot für die SD-Karten. Die große, die hat zwei Slots, wo ich im Grunde eine SD-Karte drin habe, nur für Fotos und eine nur für Videos. Und gerade bei den SD-Karten, achtet bitte darauf, wenn ihr hochwertige Videos machen wollt, auch wenn ihr in den 4K-Bereich gehen wollt oder so, dass die relativ schnell arbeiten, diese SD-Karten. Denn es ist viel Material, was dann auf dieser Karte gespeichert werden muss. Und dementsprechend muss die schnell arbeiten, sonst wird es ruckelig. So, also das jetzt erstmal dazu. Wie gesagt, die G9 ist meine Hauptkamera, mit der filme ich, ist natürlich preislich nochmal eine andere Nummer. Das hier GX80 kann ich so definitiv empfehlen. Es gibt aber natürlich auch von Canon, von Sony etc. Kameras mit Wechselobjektiv. Bitte, ich empfehle euch wirklich ein Wechselobjektiv zu benutzen, einfach weil ihr dann bessere Qualität bekommen könnt durch die besseren Objektive. Das, wie gesagt, meine Zweitkamera, da kann man mal aus einem anderen Winkel filmen. Oder wenn man mal unterwegs ist und vielleicht jetzt nicht mit dem Handy filmen möchte oder mit der GoPro, ist die eben auch nicht so schwer und man kann sie, hier seht ihr es, hier ja einfach auch mal dementsprechend auf sich draufhalten. Was habe ich noch? Genau, mein Handy. Wo habe ich jetzt mein Handy? Es liegt vor mir. Das ist mein iPhone XS. Das benutze ich auch zwischendurch vor allen Dingen für Instagram, für die Stories, aber durchaus auch mal für ein Foto oder ähnliches. Das ist ganz praktisch. Da vielleicht, ja, wenn ihr Android habt, dann habt ihr da ja auch verschiedene Foto-Apps. Statt die normale Foto-App zu nutzen, die sowieso drauf ist, guckt mal in den App-Stores, ob es da vielleicht ein bisschen umfangreichere Kamera-Apps gibt. Ich nutze hier, Moment, ich gucke mal eben, wie die heißt. Pro Camera. Ja, da habe ich einfach ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt aber auch hier zum Beispiel mit einem etwas günstigeren Handy, das ist das Honor 9, ja, das ist, glaube ich, von Huawei oder ähnliches, hat, glaube ich, 200 Euro oder 270 Euro damals gekostet, ist mein Firmenhandy und das macht auch schon gute Bilder. Ja, auch die Frontkamera ist sehr gut, fehlt zwar der Stabilisator, aber wenn man jetzt nicht so rumläuft, dann funktioniert es damit auch sehr gut. Das heißt, ihr braucht gar nicht unbedingt ein teures iPhone oder ein ähnliches, um schon erste gute Bilder zu machen. Wichtig ist vor allen Dingen anzufangen natürlich mit dem Filmen. Und ja, deswegen, Kamera sollte vielleicht anfangs, reicht natürlich grundsätzlich euer Handy, ja, wenn das ansatzweise gute Bilder macht. Dann im Mittelpreissegment eine Systemkamera kann ich empfehlen. Wie gesagt, jetzt Lumix GX80 definitiv super. Oder die G85 ist auch sehr gut, ist ein bisschen neuer. Wer sagt, okay, ich möchte direkt richtig investieren, der kann natürlich auch da
direkt auf die größeren Kameras gehen, wie die Lumix G9 zum Beispiel. Das ist eben, ich kann euch jetzt nur das zeigen, was ich habe. Mit den anderen habe ich wenig Erfahrung. Sony habe ich mal ausprobiert, bin ich aber mit der Menüführung nicht so zurechtgekommen und ich fand auch die Objektive sehr, sehr teuer. Wobei es natürlich auch bei Panasonic extrem teure Objektive gibt, die aber dann natürlich dementsprechend gut sind. Okay, das zu den Kameras. Jetzt zum Ton. Ihr hört vielleicht, der Ton ist jetzt nicht ganz so mega, denn ich habe mein externes Mikrofon, mein Lavalier-Mikrofon, nicht eingestöpselt. Es hat auch leichten, Kabelsalat, aber das macht nichts. Das solltet ihr definitiv nutzen, wenn ihr Videos macht, denn der Ton von den Mikrofonen in der Kamera ist nicht immer der beste. Jetzt gerade nehme ich hier mit meinem Großmembran-Mikrofon auf mit dem Rode USB, heißt das. Ja, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und wenn ihr eine Kamera kauft, dann achtet bitte darauf, dass ihr einen Klinkenanschluss habt fürs Mikrofon, damit ihr solch ein externes Mikrofon einbauen könnt. Das ist bei der GX80 nicht möglich, deswegen ist es für mich auch nur die Zweitkamera. Nichtsdestotrotz könnt ihr immer noch andere, habt ihr noch andere Möglichkeiten, euren Ton aufzunehmen. Zum Beispiel könnt ihr das Ding auch in euer Handy stecken, wenn das so einen Klinkenanschluss hat. Und dann sozusagen mit einem Zweitgerät euren Ton aufnehmen. Ich werde das jetzt mal einstöpseln und dann seht ihr nochmal den Unterschied, weil das Rode ist ein super Mikrofon, allerdings bin ich jetzt eigentlich viel zu weit weg dafür, dass der Ton wirklich gut wird. Und deswegen, ich stöpsel das mal eben ein und dann hört ihr darüber den Ton. So, Mikrofon ist eingestöpselt und auch angeschaltet. Hier habe ich es mir dran geknipst, ist noch mit Kabel, gibt es mittlerweile auch ohne Kabel, aber das Ding funktioniert gut, brauche ich im Moment kein neues, also reicht das vollkommen aus. Und ihr hört jetzt vielleicht auch schon den direkten Unterschied vom Ton, ist natürlich näher am Mund und hat auch insgesamt eine gute Qualität. Dazu muss ich sagen, dieses Mikrofon, das ist von Audio-Technica Omni, ja, das hat 20 Euro gekostet bei Amazon und für den Preis, finde ich, ist es richtig gut. Natürlich, es gibt auch noch von Rode und Thomann und so weiter solche Lavalier-Mikrofone, solche externen Mikrofone. Für mich reicht das hier vollkommen aus und ich glaube, der Ton, also bisher hat sich keiner über den Ton in meinen Videos beschwert. Von daher verlinke ich euch auch gerne in der Videobeschreibung. Nur nutzt eins. Wie gesagt, die Tonqualität von den Kameras selber ist recht bescheiden, wobei ich zugeben muss, hier bei der GoPro, die Tonqualität ist echt gut für so eine kleine Kamera. Auch die Lumix-Kameras haben ein gutes Mikrofon verbaut, aber dadurch, dass man ja auch nicht immer direkt an der Kamera dran ist mit dem Mund, hört es sich immer ein bisschen weit weg und es gibt viele Störgeräusche und dann ist das nicht ganz so schön. Gut, also was haben wir? Wir haben Kamera, wir haben Ton, was brauchen wir noch? Licht. So, jetzt muss ich euch leider enttäuschen. Ich nutze keine extra Lichtquellen. Das heißt, ich habe hier weder eine Softbox noch irgendwas stehen, sondern das Licht, was ihr jetzt seht, das ist einmal von links natürliches Licht. Ist jetzt gerade ein bisschen blöd vom Aufbau her, weil das zu viel Licht ist. Aber wie gesagt, ich bin jetzt hier gerade zu Hause. Und ansonsten habe ich noch das Deckenlicht, das ganz normale. Das sind smarte Spots, die ich per iPhone und auch per Sprachsteuerung anpassen kann. Und zwar einmal von der Helligkeit her, aber eben auch von der Wärme her. Das heißt, ich kann das Licht jetzt auch ein bisschen kälter machen oder eben wärmer. Und je nachdem, was man für Licht braucht, kann man das dann sehr, sehr gut einstellen. Wenn ihr jetzt in euren Keller geht und euch da so ein kleines Studio einrichtet, dann braucht ihr definitiv extra Lampen, Softboxen und ähnliches. Verlinke ich euch auch. Gibt es auch schon für kleines Geld. Ich persönlich bin, muss ich zugeben, relativ faul, was den Aufbau angeht. Deswegen habe ich keinen Bock, ständig die Lampen aufzubauen. Und ich habe jetzt auch kein Videostudio oder ähnliches, wo das für dann immer feste steht. Von daher nutze ich das Licht, was ich habe, möglichst gut. Deswegen aber eben auch ein möglichst lichtstarkes Objektiv, damit ich nicht sehr viel Licht brauche. Wie gesagt, das ist jetzt gerade nicht die perfekte Lichtsituation, weil hier von links zu viel Licht kommt. Das sieht man, mein Gesicht hier ist sehr ausgeleuchtet und von daher, ja, aber es ist immer noch okay, finde ich. Von daher passt das. So, also Ton haben wir, Licht haben wir, Kamera haben wir, Hintergrund. Hintergrund könnt ihr natürlich so machen, wie ihr wollt. Na, mein Tipp, guckt, dass der nicht allzu unruhig ist, damit er nicht zu sehr von euch ablenkt. Ich habe hier jetzt gerade zwei Stative mit einer Verbindung sozusagen und diesen Hintergrund darüber gelegt.
Guckt mal im Baumarkt, da findet ihr sicherlich viele Möglichkeiten, einen Hintergrund zu basteln. Das hier ist so ein Vinylboden. Ja, jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Das ist kein wunderschöne Tapete oder ähnliches, sondern einfach nur so ein Vinyl. Ist das Vinylboden? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall so ein Ding, was man eigentlich verlegt auf dem Boden. Habe ich da drüber geworfen. Ja, gibt es in ganz vielen Varianten. Und zack, habe ich einen coolen Hintergrund. Ansonsten kennt ihr meine Videos vor meinem Bücherregal. Auch da ist es ist zwar relativ unruhig, das Bücherregal, aber dadurch, dass ich mit dieser Kamera einen unscharfen Hintergrund erzeugen kann, beziehungsweise mit diesem Objektiv, geht das wieder. Ja, da bleibt trotzdem der Fokus bei mir. Gut, also ihr seht, das ist gar nicht so aufwendig. Ich brauche nur eine relativ anständige Kamera, einen schönen Hintergrund und ein bisschen Licht und guten Ton und dann könnt ihr damit schon Videos machen. Natürlich, was ihr jetzt nicht seht, ist ein Stativ. Ja, gibt es aber auch schon für kleines Geld für 20 Euro, wo ihr die Kamera draufsetzt, damit ihr einfach eine gewisse Höhe habt. Sonst müsst ihr euch irgendwelche Kartons holen und stapeln oder über die Bücher stapeln oder sonst was. Seid ihr nicht so flexibel mit. Wie gesagt, Stativ auf jeden Fall eine praktische Sache. Ich habe davon, ich weiß es nicht, von Rollei so ein Reisestativ. Das kann man super klein machen und kann aber auch relativ hoch aufgebaut werden. Okay. Ja, das jetzt mal zur Hardware. Ich glaube, das war so das Wichtigste und ich sehe auch schon, das Video ist viel zu lang geworden, aber okay. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem was daraus mitnehmen. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt, was ich benutze. Inwieweit ihr das dann für euch benutzen möchtet, könnt ihr ja entscheiden. Vielleicht noch zur Software. Ich schneide jetzt nicht mit irgendwelchen mega großen, teuren Programmen. Ich habe einmal ScreenFlow, womit ich viel schon schneide, weil das vom Workflow her sehr, sehr einfach ist. Es ist eigentlich ein Screen Capture oder ein Screencast-Programm, womit man den Bildschirm aufnehmen kann. Aber damit kann man halt auch sehr schön schneiden. Ansonsten noch iMovie oder ja, ab und zu, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe und noch ein bisschen was Aufwendigeres machen möchte, nehme ich auch Final Cut. Ist aber eben ein teureres Programm. Ja, ansonsten, wie gesagt, mit iMovie oder was ihr dann auf dem Windows-Rechner habt, könnt ihr auch schneiden. Es geht letztlich darum, nur mal vorne und hinten und vielleicht in der Mitte ein bisschen was zu schneiden, wo man sich vertan hat oder mal so einen kleinen Banner unten mit dem Namen oder so reinzubringen. Letztlich ist es wirklich super wichtig, dass ihr nur anfangt. Gerade als Coaches und Trainer, ihr habt Wissen, was ihr vermitteln wollt. Ihr baut eine Personenmarke auf. Ja? Also ihr seid ja der Experte. Und da ist es so viel einfacher, über so Videos den Kunden zu catchen, ja, da Sympathie aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, als wie wenn man keine Videos macht. Und wir haben im Internet nun mal die Möglichkeit, mit YouTube und Co. gut zu arbeiten, wirklich einfach zu arbeiten. Und von daher nutzt das wirklich. Ja. Fangt an, guckt, dass ihr eine anständige Kamera habt, ein bisschen Licht, einen relativ netten Hintergrund, nicht so viele Störgeräusche und dann legt los. Überlegt euch, worüber ihr reden möchtet und dann ja, bringt eure Botschaft, euer Wissen nach draußen. So, das war es jetzt von mir. Wenn ihr Fragen dazu habt, ab damit in die Kommentare. Wie gesagt, ich hoffe, trotz der Länge bringt euch das Video was. Ihr habt gefragt, das ist meine Antwort. Und ja, ich würde sagen, wir sind durch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Jess.